Das sieht ein bisschen aus, als hätte ein Kleidchen an. Schwer modern, der Kater. Drückt seine Persönlichkeit ganz selbstbewusst aus. Ich komme mit der Zeit wieder nicht hinterher. Es ist jetzt 11.10 Uhr und um 12 Uhr soll das Video oben sein. Also oben im Sinne von im Äther. Äther. Wolli. Claudi, du treue Seele. Claudi, was hast du so getrieben in letzter Zeit? Hennes hat das Ding hier für mich gemacht, aber es ist nicht mein Stil. Lass uns mal bald treffen. Herzlichst, Wolli. Ich hätte ja mal einen richtig coolen Brief, Briefpapier. Hat immer. Was ist denn das? Eine Laute hat der gebastelt für sie. Ui. Ja, mei. So, ich hab mal wieder. Ich hab ja sowieso ständig Doppelsocken an. Aber diesmal habe ich zweifach dicke Doppelsocken an. Also zweifach im Sinn von, also so richtig kuschelige Socken. Normalerweise habe ich halt dünne Socken und dann noch die Kuschelsocken obendrauf. Aber diesmal habe ich zwei Kuschelsocken, weil, boah, ist mir kalt. Ich meine, ich hocke ja sowieso die ganze Zeit hier auf meinem Gaming-Stuhl, den ich extra in Breit mir gekauft habe für meinen dicken Popo. Warte mal kurz da rein. So. Und ich habe hier immer die Wolldecke um mich geschlungen und habe meine Teekanne jetzt auf meinem Schoß, in meinem Schoß so eingewickelt. Aber es ist schon. Es wird unangenehm kalt. Ich bin heute Morgen joggen gewesen. So meine Standardstrecke. Das heißt, von hier aus durch den Wald und die Schnellstraße dann wieder hochgeeiert. Es ist ja Sonntag. Da ist ja nicht so viel Betrieb. Dann ist es nicht so furchtbar. Normalerweise laufe ich ehrlich gesagt lieber durch den Wald. Also komplett durch den Wald. Oder halt fernab von den Straßen. Ja, gut, was hat's. Einfach nur wegen der dem Feinstaub, ne? Ich meine, wenn meine Nase schon mitkriegt, dass es komisch riecht, wenn ich an der Straße vorbei renne, dann möchte ich nicht wissen, was meine Lunge dazu sagt. Und der Gummiabrieb, der Reifen, der ist ja immer vorhanden, sieht man halt nur nicht. Ne? Ich meine, die asphaltierte Straße ist zwar ganz gut, also der Gehweg, der asphaltierte, der ist schon gerade. Man fällt nicht über irgendwelche Baumwurzeln drüber, wenn man so wie ich ein bisschen müde durch die Gegend stapft. Ich jogge ja nicht wirklich, ich stapfe ja mehr. Ja, es ist halt auch nicht gut für die Knie immer auf dem Asphalt, ne? Allerdings ist es bei uns im Moment so arschkalt, dass der Waldboden ja auch so ein bisschen gefroren ist. So, ich glaube, ich werde auch jetzt mal kurz Shop machen, weil ich ganz ehrlich gesagt, ich werde jetzt Briefe schreiben, würde ich dann nochmal meinen. Und dann damit ich die ganzen Outfits hier wegkriege. Und, Gott, ist mir kalt. Dann werde ich mal ein bisschen meine Zehen durch die Gegend schlurfen lassen, damit die Füße sich ein bisschen aufwärmen können. Weil einfach nur hier rumsitzen, macht das Ganze nicht besser.